Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Random Stream, das 89 plus Prime oder World Cup Hero Pack. Das ist geisteskrank teuer. 550k muss man dafür abgeben. Was wir gezogen haben, seht ihr gleich, aber vorher erstmal der Heise, ne? Was geht denn, Gummo? Yo, was geht, Leute? Heise mit am Start. Ich freue mich, heute wieder mit am Start zu sein zu einem Pack, das du wieder ziehst und das wir heute in SBB dabei. Das ist es und das noch am maximalen Montag. Leute, heute war Super Bowl. Ich denke mal, oder ich hoffe eigentlich, die Lakers haben es gemacht und können wir eigentlich, Leute, nachdem ihr schon mal jetzt einen Daumen nach oben da gelassen habt, mal reingucken, wen wir gezogen haben. Das ist es. Und dann gucken wir mal. 84 Physis, 45 Verteidigen, wir haben was Offensives, 90 Dribbling, 91 Pass ist auch gut, 90 Schießen und 84 Pace. Sokrates ist okay, oder? Boom, Leute, Sokrates ist es geworden. Ich sage, der ist okay, der ist gut. 300 irgendwas, 350, 360k kostet der. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Habt ihr das Pack überhaupt gemacht? Weil das kostet ja extrem, extrem viel. Und das ist natürlich jetzt auch noch ein kostenloses Abo hier auf diesem Kanal. Da 70.000 Abonnenten sind das neue Ziel. Heißen unten drunter in der Videobeschreibung, genauso wie in Eber. Falls ihr noch günstige PSN-Karten und sowas braucht. Aber vorher halte ich erstmal rein. Und zwar, ich meine mein Wort. Erstmal will ich euch zeigen, Leute, wie Max Malle mich verarscht hat. Er schreibt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hab er neu World Cup gezogen. Der neue World Cup. Hat er mich verarscht? Was habe ich da runtergeschrieben? Du kannst auch den 94er nehmen, ne? Ja, dann kannst du auch den 94er nehmen. Ich so, was redest du? Junge, Junge, hat er mich auf jeden Fall hops genommen. Ich dachte mir, alter Schwede, nicht schlecht. Mert Martin hält rein. Linker Sturm ist auf jeden Fall am Start, Bro. Kurzer Cut. Ich muss kurz das Team öffnen. Nee. Sturm am Start, linker Schirm, was ein Franzose ist, ist wohl die beste Goldkarte in FIFA 23. Und diese Goldkarte kostet immer noch 800.000 Coins, also ist immer nicht günstig. Kylian Mbappé und im Sturm neben ihm habe ich gerade gezogen, Bro, aus meinen Weekend League Rewards. Kolo Muani. Oh, der von Eintracht, ne? Der aus der Eintracht, ja, der man rasiert das komplett die Bundesliga. Kicken, der kann, ja, das ist völlig geistkrank. Talisca und CR7, weil nämlich da jetzt ein bisschen was Saudi-Arabisches machen können, weißt du? Und ich weiß ja, du bist halb Araber und deswegen hätte es gepasst, okay. Ja, aber, ja, nur mein Vater ist halt, aber ja. Ja, das ist das Weg zum Leben. Erfolgreich sein, musst du Kosovo-Albaner sein. Leute, das haben mir schon damals die Pharaonen erklärt. Vieira spielt bei mir linkes ZM und auf der rechten Seite wird's der Gute. Ich glaube, er spielt auch bei Arsenal, beim ersten FC, genau. Jorginho, ja, coole Kombo eigentlich, sage ich ehrlich. Paqueta und Casemiro, bro. Kuss, Digga. So, Leute, gehen wir weiter in die zweite Runde. Halt mal rein, Max. Ich mach die zweite Runde, komm. Ja, mach ich. Let's go. Okay, Bro. Also, auf der LM-Seite habe ich auch einen Spieler aus der Weekend League, den ich als Rap-Pick habe. Ich dachte, mir teste ich jetzt gerade direkt mal. Kingsley Coman hat kein Spiel bei mir gemacht. 88er. Also, der sieht eigentlich sehr stabil aus. 5 Sterne Skills, also... Das will man mehr. Rechter Mittelfeld ist eine Future-Star-Karte, aber wenn man sich die so anschaut... Bro, 2001 geboren, aber der Typ sieht so aus wie 1985 geboren, meiner Meinung nach. Anthony Gordon von Newcastle United. Ich bin sehr gespannt, ob der sich durchsetzt und wirklich ein Future-Star ist. Und auf der 6 ist am Start Bruno Guimarães, der 89er. Hat mich 160k gekostet. Also wie soll ich denn ansatzweise auf diese drei Typen kommen? Ich weiß es nicht. Buta, Vitinha und Neymar. Oh, okay. Ja, kannst spielen. Leute, wer kommt übrigens weiter? Was denkt ihr? PSG oder Bayern? Also ich bin mal echt... Was dein Call? Was denkst du? Boah, ich sag ehrlich, beide gerade formtief eigentlich. Deswegen, aber Bayern ist noch ein bisschen besser aktuell als PSG. Die sind aus dem Pokal rausgeflogen, Liga verloren, das ist vorbei. Also ich sag Bayern. Ich sag auch Bayern eigentlich, Leute. Ich bin auch für Bayern da ganz klar. Leute, für die deutsche Mannschaft international unterstützt ihr, weil wisst Bescheid so rum. Adeyemi wird bei mir voll im Sturm. Futures, das ist ganz coole Karte. Dann links auf der Seite wird's der Minga Minga, ne? Mané. Ich bin's, das Sadio. Der ist richtig, richtig geisteskrank. Dann brauche ich ja noch einen, der die beiden da verbindet, ne? Und das ist nämlich der gute Serge Gnabry, der auf der Fashion Week war, ne? Und deswegen irgendwie einen anderen Zerf vom Verein, glaube ich, bekommen hat, ne? Ich glaube, da war mal was. Paris da unterwegs. Ja, gut, ich habe Fred, Jesus und Sancho. Jetzt mal Real Talk. Von mir aus können die Fußballer machen, was sie wollen in der Freizeit, Digga. Lass sie sonst ins Stripclub gehen. Hauptsache, die spielen guten Fußball. Ja, Mann, so wie heißen immer jeden Abend. War es gerade eine Ansage oder was? Machen wir weiter, würde ich sagen. Rechter, linker Läufer, ich halt rein. Also, Linksverteidiger ist jetzt, will ich Mbappé ein bisschen auf Full kriegen. Nuno Mendes am Start. Und Rechtsverteidiger, Bro, habe ich, ja, eine coole Karte. Trippier Team of the Week. Natürlich für links, für Gordon. Und perfekt. Süle und Menderes. Perfekt. Kannst du den links mal rausmachen? Nein. Und einen wunderschönen bronzefarbenen Torhüter deiner Wahl machen. Es ist so geil, ne? So, hier.
zwei Spieler. Da bin ich mir relativ sicher, weil das ist ein Heisen-Move eigentlich. Ich glaube, den setzt du heute um. Never. Also wenn du den hast, ich schwöre es dir, ich fahre jetzt nach Hamburg nochmal hoch. Und pass auf, rechts wird's der gute Tilo Kerl, glaube ich, deutsche Nationalspieler, Leute. Also von daher packt euch nochmal alle die Schuhe ein, ihr könnt es auch schaffen. Und auf der linken Seite wird's IV Nummer 1 namens Timber, also dieser eine heftige, ne? Der sieht geil aus, Leute. Ist okay. Timber? Ach, der ist ja von Rotterdam. Hast, also wirklich jetzt, das geht. Nein, du kannst ihn gar nicht. Der von Rotterdam. Haben. Wirklich nicht. Ja. Guerrero und ein heißen Move wäre Toljan gewesen. Das ist ein typischer Heisen-Move. Echt gern Spielfilm. Aber war gar nicht so schlecht. Deutschland, andere Liga, das habe ich mir schon fast gedacht. Obwohl, Kera ist ja gar nicht eine andere Liga, Timber ist eine andere Liga. Vergessen wir es. Bisschen Fortnite, die Stars. Finale, Freunde. So, ich habe lange überlegt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe eine Taktik gebaut. Ja, ich habe hier drei Spieler stehen und ich habe einfach mal riskiert und beide aufgeschrieben. Du kannst nur einen spielen, wenn. Komm. Nein. Hast du nicht. Pass auf, Leute. Wir gehen jetzt mit dem VfL Lacroix. Dann auf der linken IV-Position. Ich glaube, das ist der IV-Chat, in dem ihr in der Bundesliga am meisten hören werdet. Noch die nächsten ein, zwei Jahre. Vertraut mir. Micky van de Ven, der Typ ist der Wahnsinn. Und das ist noch untertrieben. Ich schwöre sogar. Und hinten, ich baue nämlich mal was Premier League-lastiges Dudek. Ich werde es mal komplettes Griff im Klo. Ich habe zwei World Cup Icons, zwei World Cup Heroes aufgeschrieben, Mascherano und Carvalho. Und im Tor Manuel Neuer, also ganz weit weg. Junge, vier Future Stars. Leute, das Team sieht für den Fernseher so cool aus, ne? Ich schwöre so, guck dir das an, das sieht richtig nice aus. Und ja, ich halt mal rein, mein Bester. Pass so auf, passt da. Ne, einer hast du niemals. Zweiter Icon habe ich gerade gekauft für 150.000. Blanc. Rechter Innenverteidiger, zwei dumme, ein Gedanke, Lacroix. Und im Tor habe ich anstatt Lopez. Junge, ich würde Lacroix wirklich aufschreiben, ne? Der hätte gepasst, aber ich habe stattdessen Upamecano, Kimpembe und Donnarumma aufgeschrieben. Das heißt, du hast nur einen Bronze, ne? Mhm, einen Bronze und du gar keinen, ne? Ja, das heißt, Leute, ich kann mal wieder mit Fullteam spielen. Let's go! Ich glaube, das hat das letzte Mal, da stand die Mauer noch, ne? Let's go! Okay. Let's go! Ja. Kolomani! Eintracht Frankfurt Allee! Und jetzt ist die Überzahl da. Ich sag dazu nichts, komm! Für die Arroganz muss eigentlich nicht kassieren. Ah! Oh. Nein! Karma! Bei den Toren hier kriege ich schon wieder Krankheiten, ne? Ich meine das krass ernst. Oh ja, jetzt klingelt's. Und dann bist du da! Ruf dahin, ich werd nervös. Ab. Nein. Also Leute, jetzt mal ganz kurz, das geht gar nicht, ne? Das geht nicht. Nein, und jetzt kommt. Und so einer kommt durch. Boah, ich werde. Gordon! Guck mal, wie der aussieht. Ist der 82er, Mann, der hat nicht mal den 88er. Wie, es gibt einen 88er Gordon? No. Bitte, er kann doch auch irgendwie außen, wenn es perfekt passt. Junge, Sokrates ist Retour gut, ne? Nein, Mann, der Shit. Sorry, aber der ist nicht gut. Also, right foot, creep. Bitte was? Willst du mich verarschen? Ich hab nicht was gemacht. Ich hab sogar andere Spiele anvisiert, oder? Digga, ich werde schon wieder so krass verarscht. Ich werde so verarscht hier schon wieder. Sokrates, da bist du doch! Oh, let's go, Mann! Ach nee. Ein Discount nur noch. Junge, ein Discount nur noch. Let's go! Oh, wurde ich hier aber schon wieder verarschen. Es ist, also wirklich jetzt, Leute, es ist geisteskrank. Okay, Broski, you can what you can. So, let's welche Form spielst du nochmal? Ich hab fertig umgestellt. Okay, ich spiele die 4-3-3, die vierte. So, weißt du was? Das habe ich so lange nicht mehr genommen. Ich nehme heute eine Position. Ja, ich glaube, ich habe die, glaube ich, sogar noch nie gegen dich genommen. Das ist lange her zumindest.
Den Keeper. Ja, den Keeper, den kannst du gerne nehmen. Ich habe nämlich nicht umgestellt, deswegen habe ich extra betont, dass ich alles umgemixt habe, Leute. Das ist es nämlich auch. Dudek, 23k Kirschen. Also 10 Sokrates. Kirschen kriege ich wieder. Sokrates war 10er. Ja, ich habe alles halt so gelassen, Leute. Das ist es. Und er hat sich extra Zeit gelassen, Digga. Falls das Ganze gefallen hat, durch einen Daumen nach oben, dann lass ein Abo da, lass einen Kommentar da, checkt nice und ab. Und dann würde ich sagen, sind wir raus, haut rein und du hast das letzte Wort. Lass Liebe da. Tschüss.